Ah, das wird Master, ja. Boah, Alter Sandama, du schwules Kackviech, ey. So, in der Reihenfolge werde ich dir jetzt jemand anders rum. So. Oh, mein Kopf juckt. Nein. Kratzen, 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 kratzen. Nein, dein Kopf juckt. Guck, wie dein Kopf juckt. Ja, du weißt auch nicht, welcher Kopf du hast. Zwei Glatzen. Moment, was? Was? Moment, was? Ich hab jetzt was? Mal zum Mitschreiben, ja? Ich hab dem gerade eben, hab ich den Feuer... Warte, ich hab doch kein Blatt und Papier. Was? Du willst ja eine fangen, oder? Blatt und Papier, hast du gehört? Ich hab dem... Ich hab Lavados gerade eben Firespin durch TM verlernt. Jetzt hat das ein Level-Up bekommen. Und dreimal darfst du raten, was der mich jetzt erlernen lassen will. Firespin, easy. Nein. Ja. Also. Did not learn Firespin. Oh, really? Das ist jetzt aber jetzt nicht nett. Oh, ich schlafe. Cool. Ja, ich glaube auch. Oh. Da hat Fliegen einmal nicht getroffen. Ist aber dann nicht so gut. Hm. Alter, das dauert ja ewig so. Die geben ja alle nur 600 Erfahrungen und so. Oh. Hier? Wo ist gerade? Ja. Meine Punkte schaffen halt nicht mehr im Moment. Also jedenfalls die zwei hier. Ja, fliegt behinderte Affe, ey. Ach, das geht eigentlich voll. Ja, ich habe jetzt halt gerade mal ein Level abbekommen. Und da haben wir viele. Ist halt jetzt irgendwie nicht so geil. Insbesondere muss ich halt auch immer relativ früh wieder zurück. Klar, ich bin keine bessere Stelle. Ja, das ist halt. Wohl, jetzt muss ich eigentlich nur noch meinen Kampfshot trainieren. Dann kann ich an die eine Stelle da, wo du trainiert hast, gehen. Ja, denk ich mal. Welchem Level sollte man denn da so ungefähr sein, am besten? Wo? Ja, da, wo du warst? Ja, genau. Ja, weißt du nicht. Du warst aber die ganze Zeit. Ja, ja. Ja, das ist nicht gut geklappt bei deinem Level. Das, ja. Dann, was hab ich da trainiert? 70 auf 80? Okay, da glaub, brauchst du ein bisschen was. 60 auf 70 habe ich da aber auch trainiert. Ja, dann. Aber wenn ich halt mal neue Attacken erlernen würde, das wäre einfach mal hilfreich. Zum Beispiel Karateschlag wäre mega nice. Gibt's Karateschlag als CM Nikos? Wahrscheinlich. Das ist so einer dieser Grundmoves. Ja, Kampfparalyse, fick dich, du kleiner Hund. Das heißt, ich trainiere jetzt hier noch bis Level. Bis Level 60 und dann versuche ich das auf der anderen Stelle mal. Kann ja nur gut sein. Ja. Boah, Alter. Da gibt es nicht immer eine Region, wo du Level 40er Pokémon oder Level 50er Pokémon werden? Level 40er Pokémon waren echt gut eigentlich, ja. Hm. Ich frag mich halt wo dann. Okay. Keine Ahnung, ey. Vielleicht irgendwo im Wasser oder so? Keine Ahnung. Am besten, dass dein Pokémon selber halt immer so 10 Level drüber ist, weißt du? Ja, so also ungefähr. Das wäre optimal. Kampfattacken sind so useless. Ja, komm, Paralyse ist gay. Töte es, danke. Mein Auge. Ach, 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 ach. Die Viecher sind einfach mal Level 25. Das ist jetzt nicht so hilfreich. Ja. Das ist nicht so geil. Aber wie gesagt, ich habe bisher nichts Besseres gefunden. Ja, ich bin auch echt am Überlegen, aber. I don't know. Da muss es halt so sein. Stirbt mein Kampfschott irgendwie voll krass an den Viechern, ne? An den Level 30 Viechern? Ja. Hm. Ja, das möchte ich auf irgendwelche Tasten durch. War das nicht auch so, dass Aeroas nicht verfehlen kann? Kann sein. War das nicht so einer, was?
Ich meine, Aeroas ist wie Rückzug-Hieb, dass du immer als Erster angreifst auch, oder? Kann sein, ja. Also, auf jeden Fall eins von dem immer treffen oder zuerst angreifen. Boah, ich hab 24 paralysiert, gay. Ja, das kommt dann noch dazu, das paralysiert. Da hat sich damit erst Trefferchance. Wieder ein Level geschafft, hey. Das Gute ist halt, dass du auch jedes Mal da reinfliegen musst in die Stadt, wa? So nervig einfach mal. Ich hab echt keine Idee, wo das besser werden kann. Aber das ist ja auch diese ekelhafte Pokémon-Musik dabei an, ne? Naja. Ja, so die verschnellerte Pokémon-Musik. Das muss man nehmen. Ne? So. Ist nicht ganz so der. Glaube ich, ja. Aber seit wann hat denn Aeroas nur 5 Anwendungen? Keine Ahnung, ey. Was versuchst du zu lernen? Ich? Schon wieder Firespin! Willst du mich eigentlich verarschen? Hä, Feierlikas? Alle paar Level versucht dieses Scheiß wie Firespin zu erlernen. Nein, ich will keinen Firespin, verpiss dich. Alter Schwede, ey. Wie penetrant kann man denn sein? Ich dachte gerade schon, oh, versucht man wieder was Usefules zu erlernen, aber nein. No, sir. Fire Spin. Ja, nee. Mittlerweile ist man etwas Level 70, ja. Level 70? Oh. Das ist nicht schlecht. Und Fly. Bin schon Level 55. Yay. Schon 5 Level geschafft. Krasse Scheiße. Germark. Problem ist halt echt, dass das ein Feuerviech ist, sondern wirklich ist ja glatt mal auf dem Wasser probieren, ne? Ja, na, ich will nicht schlafen, du kleiner Hund. Ja, ich schaff's wieder, du. Spinner? Ah, schwupp, gelernt. Was ist denn los mit dir? Was ist denn los mit dir? Was schlaberst du? Ja, Pär! Nochmal alles quer Bitch, mein Slime. Ice Beam, Beam den Eis, Ice Beam, bla, wie ist das auch noch? Beam den Eis herbei. Boah, ist echt geil. Ja. So. Der Aldi verkauft bald Eisknödel. Ja, das heißt wirklich Eisknödel. Keine Ahnung, was das ist, aber ja. Eisknödel? Ja. Geil. Ja, wer will sie nicht haben, die Eisknödel? Jeder will sie haben, ne? Aber das hat sich wirklich gar nicht mal so schlecht angehört. Wahrscheinlich einfach nur Eis in Knödelform. Was ist das? Oh mein Gott. Knödelform. Ja, klingt auf jeden Fall vielversprechend, ja? Ja. So langsam soll ich weggehen mit einem Pokémon. Obwohl. Ich hab kein Geld zum Verlieren, ne? Das bisschen, was ich dabei habe, das interessiert so also kein Schwein. Spam it. Das Problem ist halt echt. Warte mal, kann es sein, dass mit meinen Orden, den ich gerade habe, mein Pokémon bis Level 70 irgendwie? ich muss mal gleich die nächste Arena aussuchen. Ja, finde ich sehr amüsant, muss ich einfach mal sagen. Oh, Level 47. Ich würde sagen, wenn ich Level 65 bin, gehe ich mal rüber. Das müsste eigentlich reichen. Wo ist denn hier meine Toki? Wo ist denn hier meine Toki?
Meine Tokiba. Ich will noch zwei Orden. Hast du irgendwo eine Karte? Toki, da kannst du aber uns auf deine Spielzeit sehen. Kann ich dir mal drauf hinweisen. Das heißt, ich muss hier erstmal. Mein Gott, ich muss aufs Wasser. Schätzt du jetzt mal? Ja, nee, das ist ja krass. Ey, das Level 100 Magikarp. Boah. Ja, ja, aber can't move, bla bla. Nein, Fights kann man nicht skippen, ne? Nee. Das ist gay. Trainerfights werden nicht geskippt, okay. Ach, das ist kein Trainerfight, das ist hier. Ja, komm da aber nicht. Das ist halt das einzig Gute, dass so das Grinden wenigstens noch ansatzweise schnell geht. Oh. Ansatzweise. Oh mein Gott, Attack schneller, du Huhn. Nein, auch mit Erholung. Das ist jetzt wieder hart gefickt, ey. Body Slam. Ja, du schläfst schön für dich, Body Slam. Ist Double Edge eigentlich Body Slam? Body Check? Nee, Double Edge ist, glaube ich, Risikotackle. Ja, stimmt. Das haben wir, glaube ich, auch jetzt schon. Wie häufig haben wir das jetzt schon geklärt? 10.000 Mal höchstwahrscheinlich. Ja, gefühlt, ja. Ey. Peter, du bist übrigens kein tolles Belustigungstyp. Ach. Was, dein Job nicht ganz. Da gut. Wundern wir uns auch. Hab ich das ernst? Es geht ja um Peter. Ich muss mich gerade konzentrieren. Ja. Peter, dann benutzt zwei Hände dafür. Nö, machst du nicht. Nö, soll's. Ach, wird angeschrieben. Ja. Kann gar nicht. Von deiner Mutter. Haben sich die zwei Runden die B von letzter Woche sind. Oh, nö, kann los. Ich hab zu tun. Fuck, wer schreibt dir sowas um fucking 12 Uhr? Wer wohl? Meine Kollegen. Ja, die sind behindert. Ja, nee. Aber das ist schon sehr von der Hauptschule. Was, ich hab keine Vorurteile, nein. Nein. Könntest du mal. Ich weiß auch nicht. Komm schon, geht das nicht was schneller? Ja, komm, defeated. Hey, Level 59. Ist ja alles super spannend hier. Surf. Dorthin, nein, ja, dorthin. Ist voll gut, wie auch überall Abras dabei sind, ey. Mhm. Aber ist das da bei den Abras auch so, dass sie immer direkt da fliehen? Mhm. Außer sie sind Level 100. Dann machen sie Konfusion und töten einen Pokémon. Ah, die Level 100 fucking Carpadors auf dem Weg hier sind auch scheiße. Level 100 Carp. Ja. Das ist halt, die Viecher sind halt useless, weil die sich sowieso nicht entwickeln können, sondern sie halt schon Level 100 sind. Na, ich hab mal trotzdem angefangen. Ach, das war ich jetzt. Hey, hallo, und Level 100 Carpador war von nice. Außerdem dachte ich mir, damit schaffe ich die Arena vielleicht besser, weil die vielleicht mehr Schaden macht, aber nein. Genau. Dann machst du erstmal Platscher. Der konnte ja tackeln, aber mir hat das Tackle auch keinen Schaden gemacht. Mit dem Level 100 Carpador, what the fuck? Ja, aber weißt du, deine Pokémon bondetet das Vieh dann mit dem Tackle. Genau. So ungefähr. Ah, du kriegst Level 100. Nein, ich will nicht absprechen, ich will weiter hier. Ich will halt auch nicht die ganzen Pokémon hier auf der Route in Ruhe lassen, weil das einfach gutes Training ist. Ah, oh, ich will nicht schlafen. Dann gib mal. Ja, gut, das stimmt natürlich, ne? Sag mal, wenn du halt irgendwas hast, was Blitzattacken kann. Ja, das muss ich trainieren, ich muss meinen Nocturne trainieren. Da ist es, glaube ich, schon wieder. Was? Make room for Firespin! Ja. No, sir! Warum nicht, Lukas? Alter, ohne Spaß, kann sowas denn so penetrant sein? Verpiss dich mit der Nocturne. Du hast bis Level 100 keine neuen Attacken lernen. Ja, das ist mir schon klar. Meinst du, warum ich Sky Attack geholt habe aus dem fucking Siegestraße? Ah, Paralyse tötet er. Was macht der da? Ist nicht. Komm, Body Slam. Oh ne, okay. Ich hab keinen Bock mehr. Einfach weiter damit. So. Wieder Fly. Fly high. To the sky. Blablabla. Ja, hier. So.
Level 104.